Es ist Mittwochabend, 18.05 Uhr. Mein Name ist Oliver Rosenthal. Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Ollis Abendshow. Im Edith-Russ-Haus in Oldenburg läuft zurzeit die Ausstellung Soundbites. Deutsche und internationale Künstler machen elektronische und digitale Klangwelten sichtbar, die wir bisher nicht hören konnten. Zur Eröffnung der Ausstellung haben wir mit der Leiterin des Edith-Russ-Hauses, Frau Sabine Himmelsbach, über die Künstler und die Exponate gesprochen. Der Intendant des Oldenburger Staatstheaters, Markus Müller, hat jüngst das neue Programm für die Spielzeit 2007-2008 offiziell vorgestellt und es warten wieder einige Premieren und deutsche Erstaufführungen auf das Publikum. Da ist sicherlich wieder viel Interessantes dabei. Wir haben mit dem Intendanten Markus Müller gesprochen und er wird uns einiges über die kommende Theatersaison sagen können. Und außerdem begrüße ich hier im Studio Patrick Kreitz, das ist ein ehemaliger Kollege hier von O1 und der hat mit Freunden und ehemaligen Schulkameraden einen James-Bond-Film gedreht und darüber kann er natürlich viel erzählen. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema. Außerdem natürlich wie immer viel Musik. Von Sting bis ABBA ist heute wieder alles dabei. Freuen Sie sich auf 55 hoffentlich unterhaltsame Minuten. Das Edith-Russ-Haus in Oldenburg zeigt zurzeit die Ausstellung Soundbites. Deutsche und internationale Künstler machen elektronische und digitale Klangwelten sichtbar, die wir bisher nicht hören konnten. So hat zum Beispiel die Künstlerin Christina Kubisch einen Kopfhörer entwickelt, um elektromagnetische Felder hörbar zu machen. Am Tag der Ausstellungseröffnung sprach ich mit der Leiterin des Edith-Russ-Hauses Sabine Himmelsbach über die Künstler und die Exponate. Welche Ausstellung zeigen Sie ab heute Abend? Ja, heute Abend wird eröffnet Soundbites, elektronische und digitale Klangwelten. Das ist eine Ausstellung, die sich mit dem Thema Hören beschäftigt, was wir hören und eben über elektronische und digitale Medien sozusagen neue Klangerfahrungen ermöglichen wird. Welche Künstler werden zu sehen sein? Wo kommen diese Menschen her? Das ist eine Auswahl von internationalen Künstlern. Wir haben auch mehrere deutsche Künstler dabei. Christina Kubisch, Jens Brandt, Jungshu Kim ist ein Koreaner, der aber in Deutschland studiert hat und hier lebt. Ein japanischer Künstler ist dabei, Akitsugu Maibayashi, eine Britin, Kathy Matthews und ein schwedischer Künstler, Karl-Michael von Hauswolf. Anina Rüst aus der Schweiz und Micro Music, das ist auch eine Schweizer Gruppe. Jetzt hören wir hier so Brummgeräusche gelegentlich im Hintergrund. Was ist das? Zu welchem Objekt gehört das? Man spürt die ja auch richtig körperlich, diese Brummgeräusche. Das sind Aufnahmen eben aus dem Sonic Bad von Kathy Matthews und da geht es darum, dass man Musik auch körperlich wahrnehmen können. Wir haben ein Bett, ein riesengroßes Bett als Installation in der Ausstellung. Der Besucher ist aufgefordert, sich da hinzulegen und die Musik eben sozusagen direkt physisch sozusagen über den Körper wahrzunehmen. Das ist eine ganz eindrückliche Sache. Sie haben es angesprochen, man kann sich in das Bett legen, man kann alle Dinge hier ausprobieren. War das auch die Grundkonzeption für diese Ausstellung? Ja, es ist sozusagen der Grundgedanke, es geht ja sozusagen um die Erforschung oder die Erfahrung neuer Klangmaterialien auch, also wie sozusagen digitale Technologie uns sozusagen ein ganz neues Spektrum an Erfahrungen ermöglicht und erfahren ist sozusagen auch teilhaben, also es geht auch darum, sozusagen wirklich selber aktiv zu sein. Wobei das sozusagen eigentlich mehr wie dann auch wieder das individuelle Erfahren ist. Es wird sozusagen keiner gezwungen, sondern es sind eigentlich ganz persönliche Erfahrungen, die man machen kann. Beispielsweise für dieses Projekt von Christina Kubisch leiht man hier in der Ausstellung Kopfhörer aus, mit denen man dann sozusagen die elektromagnetischen Felder in Oldenburg wahrnehmen kann. Es gibt so einen kleinen Stadtplan für den Besucher, den man abgeben kann, aber man kann grundsätzlich auch zu sich nach Hause gehen und sozusagen in der eigenen Wohnung hören, wie denn da sozusagen die elektromagnetische Strahlung sich anhört. Die Ausstellung wird heute eröffnet um 19 Uhr. Sagen Sie uns kurz, bis wann sie zu sehen sein wird? Das ist heute auch ganz spannend. Also wie Sie schon gesagt haben, 19 Uhr wird eröffnet und Karl-Michael von Hauswolf aus Schweden ist eben heute auch da und wird dann um 21 Uhr auch nochmal ein Konzert geben. Seine Arbeit thematisiert ja sozusagen diese ganzen Interferenzen, Spannungen im Stromnetz, was man sozusagen als beiläufiges Phänomen natürlich auch aus der eigenen Wahrnehmung her kennt, aber er arbeitet damit musikalisch, setzt es für seine Kompositionen ein und das wird er uns heute Abend zu Gehör bringen. Die Ausstellung läuft bis zum 15. April. Und wir haben auch sozusagen ein spannendes Begleitprogramm. Es gibt eigentlich jede Woche sozusagen noch eine Begleitveranstaltung, Performance, Konzert oder eben nächste Woche am 8. März ein Vortrag von Jens Brandt, wo er seinen G-Player vorstellen wird, mit dem man die Erde abspielen kann.
Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, am Wochenende von 11 bis 17 Uhr und aufgrund des großen Erfolges wurde sie verlängert. Sie läuft jetzt nämlich noch bis zum 29. April 2007. Zahlreiche Events und Konzerte begleiten Soundbites. Weitere Informationen finden Sie auf www.edit-russ-haus.de. Ich wiederhole www.edit-russ-haus.de. Sie hören Ollis Abendshow jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat hier auf O1. Ollis Abendshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Musik.